Mein Opa sagte immer, tu was Hartes und dein Leben wird einfach sein. Und? Mein Opa sagte auch immer, der Weg durchs Paradies führt in die Hölle. Der Weg durch die Hölle führt ins Paradies. Ladies and gentlemen! Ja, früher verstand ich wirklich nicht, wie er das meinte, aber heute werden wir das Ganze uns an dem Beispiel von Conor McGregor ansehen. Ich könnte auch ein persönliches Beispiel nehmen, aber ich will nicht immer auf mich selbst eingehen, damit ich nicht wirke wie so ein Egomaniac. Und ich könnte auch ein random Beispiel in meinen Gedanken erstellen. Aber schauen wir uns kurz das Beispiel von Conor McGregor an. Halt dir nochmal die zwei Sätze vor Auge. Tu was Hartes und dein Leben wird einfach sein. Tu was Einfaches und dein Leben wird hart sein. Das waren schon zwei Sätze. Dann nochmal zwei. Der Weg durch die Hölle führt ins Paradies und der Weg durchs Paradies führt in die Hölle. Für alle, die Conor McGregor nicht kennen. Conor McGregor war Mixed Martial Arts Champion in der UFC. Also der beste Kampfsportler der Welt. Damit hat er Millionen gemacht. Mittlerweile hat er wahrscheinlich schon mehr Geld als eine Milliarde. Auf jeden Fall war es so, dass er, als er 16, 17 war, in Irland gelebt hat, eine Lehre hätte machen sollen. Und er wollte aber kein normales Leben leben, hat sich entschieden, mit 17 die Lehre abzubrechen und seine Träume zu verfolgen. Er hat von keiner Seite Unterstützung bekommen. Er wurde als Waster bezeichnet, also als jemand, der sein Leben verschwendet. Die Leute haben gesagt, er schlägt sich nur im Käfig mit anderen Leuten rum, macht keine Ausbildung, lernt nichts, ist ein absoluter Nichtsnutz. Er hatte wenig Geld, hatte vom Arbeitslosengeld gelebt, seine Freundin hat ihn unterstützt und er hat den ganzen Tag trainiert. Auf jeden Fall hat er das getan, was hart ist. Er hat sich für den harten Weg entschieden, hat jeden Tag hart trainiert, hat sich gesund ernährt, hat jeden Tag täglich meditiert und visualisiert. Hatte einen vollen Fokus auf sein Ziel, hat sich nicht ablenken lassen. Und dann kam es dazu, dass er in die UFC kam. Dann hatte er Geld und auch vom Geld hat er sich nicht ablenken lassen, sondern er hat weiterhin hart trainiert, sich gesund ernährt, seinen Geist, seine Mentalität hochgehalten, seine mentale Stärke, an der immer weiter gearbeitet. Was dazu geführt hat, dass er UFC-Champion wurde. Es gibt auch Interviews, wo man ihn fragt, ob er Party macht oder sagt er, nein, Party ist für schwache Menschen. Er hat einen Fokus auf seine Ziele und nichts anderes zählt. Er schaut kein Fernsehen, lässt sich nicht ablenken von gesellschaftlichen Dingen. Normale Leute reden über Fußballspiele, was gerade im Basketball abläuft, in der Politik. Er ist nur auf sein Ziel fokussiert. Er hat getan, was hart ist. Dadurch wurde er UFC-Champion, hat Millionen verdient und hatte ein einfaches Leben. Er ging durch die Hölle. Der Weg durch die Hölle hat ihn ins Paradies geführt. Was ist danach geschehen? Danach, seit er seine zwei Championship-Titel erreicht hat und einen Boxkampf gemacht hat, bei dem er 100 Millionen verdient hat, ging es ziemlich abwärts für Conor McGregor. Warum? Weil er aufgehört hat, so hart zu trainieren und nur noch mit halber Leidenschaft trainiert hat. Weil er aufgehört hat, sich gesund zu ernähren, das hat er selbst gesagt, weil er angefangen hat, viel, viel Alkohol zu trinken, weil er keinen Fokus mehr hatte, weil er keine Ziele mehr vor Augen hatte. Früher war er bekannt für seine tolle Beziehung zu seiner Freundin und wie oft er darüber geredet hat. Mittlerweile ist er bekannt dafür, er ist immer noch mit seiner Frau zusammen, aber er ist bekannt dafür, für die ganzen Frauengeschichten, die in den Medien herumgeistern. Er ist bekannt dafür, dass er wahrscheinlich angeblich Kokain konsumiert. Und er kann nicht mehr richtig sprechen. In manchen Interviews zuckt er die ganze Zeit mit der Schulter. Und ja, die letzten paar Jahre hat er das getan, was einfach ist, weil er so viel Geld auf dem Konto hatte, weil er keine Ziele mehr hatte. Darum ist sein Leben jetzt abgefuckt und hart. Die letzten paar Jahre ging er durchs Paradies und ist darum in der Hölle gelandet. Und genauso ist es bei allen anderen Menschen. Ich kann noch kurz meine Story erwähnen. Mit 2019 bin ich immer um 5.30 Uhr aufgestanden, ging schwimmen, joggen, Radfahren, ins Fitnesscenter, habe zwei Bücher mindestens pro Monat gelesen, jeden Tag eine halbe Stunde meditiert, sehr viel visualisiert,
Mein Geist und Körper waren auf dem höchsten Level meines Lebens bis dahin. Ich habe mit voller Leidenschaft gearbeitet und dann kam bekanntlicherweise Corona Anfang 2020. Hat dazu geführt, dass ich später aufgestanden bin um 8, 9, 10, mein Bett öfters nicht gemacht habe, was ich sonst jeden Tag mache. Die letzten zwei Jahre gab es keinen Tag, wo mein Bett nicht gemacht wurde. Ich habe mich dann nicht mehr so gesund ernährt und am Wochenende habe ich mich vollgestopft mit so großen Milka-Schokoladen, mit Haribo und allem Süßen, was ich finden konnte. Bei der Arbeit habe ich immer weniger gearbeitet, mit weniger Leidenschaft und mein Leben wurde hart, weil ich getan habe, was einfach ist. Als ich durch die Hölle ging, habe ich im Paradies gelebt. Als ich durchs Paradies ging, habe ich in der Hölle gelebt. Und das Beispiel lässt sich auf alle anderen Menschen und Lebenssituationen übertragen. Wenn jemand einfache Dinge tut, wenn jemand morgens sein Bett nicht macht, sich die Zähne nicht regelmäßig putzt, allgemein keine hohen Hygienestandards hat, sich ungesund ernährt, denn jeden Abend vorm Fernsehen liegt, anstatt mal spazieren oder joggen oder ins Fitnesscenter zu gehen. Wenn du Schüler bist und du lernst nichts, dann wird es hart werden, wenn die Prüfungen kommen. Wer tut, was einfach ist? Wenn du lieber mit deinen Freunden abhängst, anstatt abends hin und wieder mal zu lernen, das tust, was einfach ist, du rumchillst, viel mit Mädels draußen bist, ja, dann lebst du im Paradies. Du gehst durchs Paradies, aber du wirst in der Hölle enden. Wenn aber jemand tut, was hart ist, früh aufsteht, das Bett macht, für die Schule lernt, sich weiterbildet, regelmäßig Sport macht, wenn eine Person das tut, was hart ist, wird sie ein einfaches Leben führen. Und wir können uns nur entscheiden, erst die Arbeit, dann der Spaß, so sollte es sein, oder erst der Spaß und dann die Arbeit. Too much pleasure is pain, sagt man auch im Englischen. Zu viel Vergnügen führt zu Schmerz. Es gibt so viele Sprüche, die auf ein und dieselbe Wahrheit hinweisen, die wir in diesem Video besprochen haben. Aber ja, das war es schon wieder zu diesen beiden Sprüchen. Mittlerweile wurden es drei in diesem Video, wie im letzten Video auch. Wenn du Fragen dazu hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du Anmerkungen dazu hast, auch wenn du selbst diese Phasen durchlaufen hast und du die Wahrheit kennst, kannst du mir gerne deine Geschichte in den Kommentaren erzählen und damit andere motivieren. Und wenn du selbst noch auf der Suche nach Motivation bist und mental stärker werden möchtest, dich weiterentwickeln möchtest und ein zufriedeneres Leben führen möchtest, hast du jetzt die Chance, denn ich biete diesen Monat noch 5 Coachingplätze für ein Probecoaching, ein einstündiges Probecoaching an. Den Link dazu findest du in der Beschreibung, trag dich gerne ein. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Short oder beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, dein Calvin.